Oh Gott, oh mein Gott. Oh Gott, Helen. What the, what's going on? Was hab ich hier verpasst? Oh Gott. Ja. Was soll dieses Gestriegel? Oh, dear. Oh, shit. Oh, Gott. Oh, Gott. Ach, du Kacke. Oh, dear. Oh, mein Gott. Was ist das? Das ist ja schon so ein kleiner Erotikfilm hier. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Es ist wieder soweit. Euer Lieblings-Vocal-Coach Tanja Levy ist wieder am Start. Und heute schnuppern wir mal wieder rein bei DSDS. Ihr kennt mich, ihr wisst, ich liebe es immer reinzuschauen bei DSDS, was da gerade aktuell ist. Wir haben dort auch eine Playlist. Und wer Lust selber hat auf Gesangsunterricht, schaut mal rein bei tanjalevyvocalstudio.com. Ja, ich würde mal sagen, lasst uns loslegen. Aber geil ist es. Geil ist es, ne? Sometimes I feel I've got to run away. I've got to get away from the pain you drive in the heart of. Ja, bis hierhin. Wir haben ja, bevor ich jetzt gleich was dazu sage, wie gesagt, wir hatten ja viele Teilnehmer, die dabei waren bei DSDS, daher weiß ich selber, wie das da abläuft oder was da eigentlich passiert. Also ich, ja, ich will das aber jetzt mal nicht so vertiefen, weil es ist ja auch alles vertraglich geschützt. Aber ich gehe jetzt mal so ein bisschen auf den Auftritt ein. Wir haben hier auch wieder Distorted Sounds, also dieses Growling, was er genommen hat. In dem Fall war das Growling sogar ein gesundes Growling. Also es gibt ja verschiedene Distorted Sounds, verzerrte Sounds. Aber hier war es nicht so dieses Growling, was man macht und es tut danach weh, sondern hier war es tatsächlich, ja, wie heißt denn das im Deutschen? Rattle. Mist, das fällt mir nämlich das englische Wort. Auf jeden Fall ganz interessant, er hat es auf jedes Wort mit eingebracht, draufgelegt als Akzent. Ja, also er, der Vocal Fry, war jetzt hier aktuell auch ganz geil, dass der andere Typ gekommen ist und ihn da hinten an die Haare gepackt hat. Und er dann noch weiter singt aus dem Stand. Guter Stand ist wahnsinnig wichtig beim Singen, weil wir natürlich größere Muskeln benutzen. Wir wollen einen guten Support haben. Aber dazu habe ich auch ganz viel gesagt. Wir gucken mal weiter. Nein. Ja, ja, der Schader, es ist natürlich, ja, ich meine, ich glaube, da sind sich alle einig, die DSDS gucken, wissen, dass er wahrscheinlich nur als Charakter da ist, weil er einen Einschaltquoten mit reinbringt. Das hat hier überhaupt nichts mit einer gesanglichen Leistung zu tun. Warum auch immer die Jury entschieden hat, dass er dabei ist, wahrscheinlich ist der Entertainment-Faktor hier weitaus wichtiger. Also die Show hat sich ja auch sehr verlagert vom Gesang, mehr in Richtung Entertainment, das heißt, wobei ich finde, sehr viele Kandidaten immer noch nach wie vor gut. Das muss man mal sagen. Klar, andere Formate haben auch wieder andere Sänger, die auch qualitativ gut sind. Aber pauschal gesehen, ja, hier ist es natürlich eine Entertainment-Sache. Und ich glaube, also ich gucke jetzt nicht jede Sendung. Ich habe einiges gesehen, weil Schüler eben dabei waren. Der Schader ist natürlich, wie gesagt, kein Sänger. Was er hier benutzt, ist Sprechgesang mit Vocal Fry. Aber das hat wirklich tatsächlich überhaupt nichts mit Singen zu tun und auch nicht mit Sprachgesang. Also auch selbst Sprachgesang wäre hier schon, das ist halt so gar nichts. Das ist natürlich schade, weil jemand, der so singt oder jemand, der so performt, aber das Ganze wertet die Gruppe einfach ab. Ne? Leider ist das so. Also wo immer er in der Gruppe ist, das wertet halt die Gruppe ab. Und er ist wahrscheinlich nur aufs Gag hingegangen, hat gar nicht gedacht, dass der so weit kommt. Wir gucken mal weiter. Ja, er ist ganz cool. This ain't not love you've given. This I'll be the boy you give. Take my tears and that's not nearly all. The love.
Ja, also der Kollege, der jetzt gesungen hat, den Namen, den weiß ich jetzt gerade nicht. Aber der war auch ganz gut. Den haben sie gar nicht gezeigt, weil sie haben das Spektakel hinten gezeigt, was natürlich auch, da ging richtig die Post ab. Aber der hat ganz gut gesungen, hat eine schöne Stimme. Klar, die Leute sind, die bewegen sich jetzt auch alle, ne? Und immer wenn man sich bewegt, also jetzt Randinformation, wenn man sich bewegt, leidet immer der Gesang. Es sei denn, man arbeitet gut mit dem ganzen Körper und man ist als Profi unterwegs, ne? Also eine Beyoncé zum Beispiel hat mal in einem Interview gesagt, dass sie sich auf ein Konzert vorbereitet, indem sie auf dem Stepper ist, auf dem Laufband und gleichzeitig singt. Es gibt auch tolle Videos von Lady Gaga, wo Lady Gaga Sit-ups macht und Crunches macht und gleichzeitig singt, weil sie auch einfach ihre Stütze, ihr Zwerchfell, Bauchmuskeln, andere Muskeln trainieren will, damit das Ganze später hinterher voller mehr Power gesungen wird. Singen ist ja auch eine Körpersache. Der ganze Körper wird hier benutzt. Und wenn man sich bewegt und ihr merkt das selber, singt man auf der Stelle. Je weniger das geschwächt klingt oder je weniger das zittert, desto besser ist es dann auch. Make things right, then someone holds you tight, and I know. Okay, also ist schon eine interessante Stimme, auch so tief. Ne? Ich hätte ihn jetzt gerne weniger Show, mehr Stimme, aber die Show ist auch witzig. Ne? Also es ist. ihr wisst ja, dass ich gerne bei DSDS in der Jury sitzen würde. Nach wie vor, trotz dieser ganzen Skandale. Das ist auch schon wieder so, wo ich denke, ja, da hab ich Bock drauf. Das feiere ich. Also wenn ich da gewesen wäre in der Jury, da hätte ich mir auch echt einen abgefeiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Make things right, then someone holds you Oh ja, das war ein bisschen too much right. Da hat er das H noch mit rausgestoßen. Right. Und da wäre ich direkt auf dem Right, auf das A gegangen, auf das twangige A. Right. Und nicht Right. Das ist dann doch so. Make things right, then someone holds you tight. And I know that it's safe. And go this way. Once I ran from you. This tainted love you've given gave you all a boy could give you. There's nothing but then to. Ja, also der Text natürlich klar, der war jetzt nicht, hat nicht gepasst, aber ich weiß, unter welchem Zeitdruck die ganzen Sänger dort unterwegs sind und ich weiß auch, dass es sehr stressig für die ist. Die sind halt alle mit Körpereinsatz dabei. Also, was soll ich euch jetzt sagen? Ich sage euch, ich sag's, wie immer bin ich die liebe Nette, aber die sind alle mit Körpereinsatz dabei, was schon mal gut ist, ne? Und was auch irgendwie, was man denen auch mal anrechnen muss, wir gucken mal weiter. Was soll dieses Gestrige? Oh mein Gott. Don't. What's going on? Was habe ich hier verpasst? Ich möchte bitte meine Weinschorle jetzt haben und Feierabend machen, meinen Wein trinken. Ach du Kacke. Ist das. Das ist ja schon so ein kleiner Erotikfilm hier. Oh Gott, allein auch, wie er diese Krone ins Meer geworfen hat. So, warum? Ach ja. Ja. 6000, 3000 Dislikes, aber immer noch 6000 Likes, ja. Also, Kommentar, bester Kommentar. Geh nächstes Jahr auch ohne gesangliches Talent gratis Urlaub machen. Sensationell. Ha ha.
Ich brich ab, knick weg, brich zusammen. Auf jeden Fall. Gut, man kann, wie gesagt, ihr wisst, es ist ein Gesangskanal und ich sage immer gerne was Gesangliches hier. Und hier ist es halt, ja, es ist halt wenig Gesang, es ist halt wirklich extrem viel Entertainment. Aber ich sag's mal so, das Ganze hat letztendlich 700.000 Aufrufe. Also so schlecht ist es nicht gewesen für die Quote. Jetzt Spaß beiseite. Ja, das gehört, glaube ich, zu DSDS mittlerweile dazu, dass es einen Entertainment-Faktor hat und dass es hier nicht nur Gesang ist. Dafür hat man ja auch gute Gesangseinlagen. Das letzte, was wir gesehen haben, das Giant, war mega. Ich meine, kann man sich jetzt auch nicht beschweren, hat auf jeden Fall gut funktioniert. Waren vier tolle Burschen, die der Giant gesungen haben. Also es ist schon viel Gutes auch dabei. Und das gehört halt auch dazu, ne? Und das wollen die Leute auch sehen. Und dafür ist die Show jetzt letztendlich ja auch bekannt. Ich glaube, der Wendler hat jetzt echt tatsächlich hier gefehlt. Ich glaube, seine Blicke hätte ich auch nochmal gerne gesehen. Aber ja. Ja, schreibt mir nochmal in die Kommentare, welchen Auftritt ich nochmal kommentieren, reagieren, analysieren soll. Wir haben hier eine Playlist, Leute, es sind so viele geile Infos mit dabei, wenn ihr bei mir reinschaut. Ich freue mich, euch auf meinem Instagram-Kanal zu sehen, denn da haben wir alle meine Schüler, Kundenstimmen, Challenges, richtig gute Übungen für euch und Tipps und Tricks, die euch weiterhelfen, durchzustarten. Und ja, schaut mal jetzt in die Videos rein und ich sehe euch in meinem nächsten Video. Das ist euer Vocal Coach Tanja.